Spiel 4 in der Halbfinalserie Kassel gegen Ravensburg. Und wir schauen uns mal an, ob Kassel es schafft, heute auf 3:1 in der Serienwertung davonzuziehen. Adriano Gacciola, 7:1 am heutigen Abend. Seid ihr damit schon durch? Seid ihr damit im Finale? Müsste ich eigentlich sagen, ja, aber ist noch nicht. Die Ravensburger sind ein starkes Team. Die könnten eigentlich zurückkommen, aber wenn wir so spielen wie heute und letzter Heimspiel, dann sehe ich keine Chance. Ja, Sören, heute 7:1 gewonnen, am Freitag noch 6:1 verloren. Was hat heute den Unterschied gemacht im Vergleich zum Freitagsspiel? Ja, ich denke, dass wir am Anfang relativ schnell unsere Tore geschossen haben und der schnelle Doppelschlag, das 2-0, das beflügelt halt. Wir spielen zu Hause, haben die Fans im Rücken. Allerdings haben wir dann in den zweiten 10 Minuten im ersten Drittel ein bisschen nachgelassen, haben die zu Chancen kommen lassen, aber Keller hat die Scheiben halt alle aus dem Kasten gehalten. Haben wir heute ein tolles Interview im Extra-Tipp gelesen mit dir und deinem Bruder. Da sagst du willst ganz klar Meister werden. Ich denke, diese Forderung kann man heute nochmal untermauern. Ja, auf jeden Fall. Also jetzt mit dieser Truppe, das ist brutal. Also Frankfurt ein Sweep jetzt gegen Ravensburg. Bei der Mannschaft in der Hauptrunde echt Probleme gehabt und jetzt einfach Hammer. Bisschen Mitleid mit dem Bruder? Das ist Eishockey eigentlich nicht. Jetzt gab es kurz vor Schluss noch eine unschöne Szene, die hattest du mit einem Gegenspieler, der dich von hinten irgendwie fies umgecheckt hat. Was war da im Vorfeld passiert und wie hast du die ganze Situation erlebt? Ja, also ich meine, ich habe ihm einen harten Check gegeben und klar fallen dann halt auch immer manchmal noch ein paar unschöne Worte oder ein paar provozierende Worte und darauf ist er halt ein bisschen angesprungen und er ist mir hinterher, ich hätte mich gern gewehrt, nur leider habe ich schon eine 10-Minuten-Strafe und da muss ich an mein Team denken und mich dann zurückhalten. Und Gott sei Dank haben wir Matthias, der dann mein Partner, der dann dafür eingesprungen ist. Dabei ist dann nichts weiter passiert. Ben 2:1 schlagen die Schlittenhunde die Ravensburg Tower Stars und erspielen sich damit eine 3:1-Führung in der Serie. Die kann am Dienstag schon beendet werden und wenn es da nicht klappt, dann am Freitag in der Kassel-Eissporthalle. Bis dahin drücken wir die Daumen und sagen Tschüss, auf Wiedersehen und wie immer bleiben Sie sportlich.